Jetzt fang... Oh Gott. Seht euch das an, jetzt kommen noch Laser. Hilf uns ruhen zusammen. Wir werden einen Helden beschwören. Ja, ja. Noch eine. Wo ist sie denn? Oh Gott. Aber ich verstehe es. Ich habe das Gefühl, die Gefahren werden immer so ein bisschen random platziert, genau wie die Runen. Also die erste Rune ist anscheinend immer am selben Ort und die zweite auch. Oh Gott. Nein! Aber ich komme immer sehr nah ran. Der rechte Typ sagt irgendwie immer, was er sich für den Helden wünscht übrigens. Achtet mal drauf. Na. Seid nicht so random. Warum bewegt ihr euch da oben nicht? Und warum ist hier sonst keiner? Wie hattet ihr vorher geplant, die Runen zu bekommen? Noch eine. Geschafft. Wow. Oh, warte. Ja, der Bischof schüttelt sich. Oh, shit. Was passiert hier? Ich glaube, ich sollte rennen. Oh, wir können es verkackt haben. Ja, würde ich auch behaupten. An den Teil erinnere ich mich auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe gar nicht genug Zeit, die Texte oben zu lesen. Ich glaube, dieses Monster hat alles, was ihr euch vom Helden gewünscht habt, ne? Große Muskeln. Be careful what you wish for. Warte, Moment, Laserblick? Euer Ernst? Habt ihr euch Superman gewünscht?
fragt sich, aktiviert er seine Augen nur, wenn ich zu nahe komme, oder? Grundsätzlich ab einem bestimmten Punkt, weil das wäre ziemlich nervig sonst. Aber ich habe doch X gedrückt. Oh, die finden das alles ganz toll und stehen einfach nur und warten, dass sie gefressen werden. Tut doch irgendwas. Ich kann nur weglaufen. Warum versuche ich nicht von der einen Plattform, wo die fahren ist, einfach auf ihn drauf zu stampfen? Das tötet sonst auch alles im Spiel. Alter. So huge Muscles. Lecker. Oh, ich hatte fast die Hafana erreicht. Wir kriegen das hin. Glaube ich. Schnell sein, aber auch nicht zu schnell, sonst verkackt man. So zum Beispiel. Also Timing ist bei diesem Spiel echt wichtig, aber bis man sich erstmal darauf eingestellt hat, dauert es halt ewig. Sowas zum Beispiel hier. Aber ich habe noch X gedrückt. Okay, es aktiviert offenbar nur seine Augen, wenn ich zu nahe komme. Ich will nur zur nächsten Fahne. Ich verlange doch echt nicht viel, oder? Wie sogar der Himmel einfach mal zur Musik tanzt. Ich hab's fast geschafft, Mann. Okay, alles gut. Nicht hetzen. Ah, richtig hinsetzen. Ich sollte vielleicht nicht ins Nichts stampfen. Das funktioniert nicht.
Entweder ist man einem zu schnell oder am anderen zu langsam. Das ist... Yes. Ja! Oh mein Gott! Was war das denn? Oh, yeah. Ernsthaft? Jetzt auch noch Raketen? Fucking Laser sind ja noch nicht schlimm genug. Auch jetzt was. Hat nicht geklappt. Ich muss stehen bleiben, bis der einigermaßen nah dran ist. Also nicht der, also das ist keine Vieh, das mich gerade konsequent tötet. Ja, bitte. Nein, was war das denn gerade? Ich verzweifle gerade so leicht. Was? Oh Gott, die machen Liebe. Und jetzt? Oh Mann. Willkommen. This is the Dark Realm. Okay, seine Domäne des Bösen. Okay. Okay, alles toll. Yes. Ich warte auf einen guten Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Ich wollte eigentlich nach dem Boss-Schluss machen, aber das Spiel gibt einem gerade keine gute Möglichkeit.
drüben ist eine Fahne. Ich brauche sie. Also nächstes Portal mache ich dann hoffentlich Schluss, aber mein Gott. Stompsy's Balls. Warte, was? Das geht? Die Teachers sind... Ach so, die Dinger. Was? Was war denn da? Oh, yeah. Ich verstehe das gerade nicht. Moment, weil ich raus aus dem Bildschirm rausspringe oder warum sterbe ich da einfach? Was? Ach so. Warte, warte, komm. Warum nicht? Okay. Dann müsste ich jetzt aber eigentlich... Welt 3, genau. Zweites Level. In Welt 3, würde ich sagen, hier mache ich erstmal Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Electronic Superjoy. Bis zum nächsten Mal.